So. Ich würde den Gang hier gerne zumachen. Aber ich lasse es. Boah, Alter. Hier sind echt viele Rohstoffe. Machen wir mal hier runter. Gut, gehen wir erstmal da hinten dann in die Ecke. Ach, guck mal, da waren wir auch schon. Ah, okay. Ah, ich weiß auch, wann wir hier waren. Das ist damals gewesen. Hier müsste auch irgendwo dann der Minenschacht kommen. Wo wir dann auch drinnen waren. Oder war der da oben? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Oh. Kleine dumme Fledermaus. Ist schon so lange her, dass wir hier unten waren. Ich habe hier überhaupt keine Orientierung mehr. Aber das macht ja auch nichts. Wäre ja langweilig, wenn ich wüsste, wo es lang geht, ne? Okay, hier gab es nichts. Dann hänge ich da mal noch eine Fackel hin. Was ist das da oben? Eisen? Ja, da baue ich mich jetzt nicht extra hoch. Man braucht ja jetzt auch nicht alles an Rohstoffen. Aber das da vorne, das kann man mitnehmen. Das hängt auf Augenhöhe, das passt. Uah. So. Okay. Hat mir hier noch um die Ecke. Da hinten ist noch Redstone, aber das hängt über der Lava. Da mache ich mir jetzt auch keinen Kopf drum. Gut, gehen wir hier wieder hoch. Da unten waren wir. Das ist der Gang, wo ich gesagt habe, den will ich gerne zumachen. Die nehmen wir noch mit. Die hängt auch ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, was für Intervallen die Minecraft-Musik dann kommt. Das wüsste ich ja jetzt auch gerne mal. Weil da sind ja doch ein paar Tracks mittlerweile und wenn die so selten kommt, dann hört man die alle gar nicht. So, den Flügel hatten wir. Kommen wir... Hallo. Das ganze Wasser hier, ne? Das... Kann man das zumachen? Ja, oh, guck mal, das kann man auch zumachen. Ist die eine Wasserquelle schon mal weg? Da ist noch eine. Nehmen wir mal einen Stein vor. Da hinten geht es auf jeden Fall noch gut zur Sache. Da oben ist, glaube ich, das... Genau, da geht es raus. Da oben... ist der Ausweg. Aber da ist die Mine, guck mal. Die, wo ich gesagt habe, die Mine. Und da hinten sind wir letztes Mal hochgegangen. Also letztes Mal, also da, als wir damals hier drin waren. Und gucken wir erstmal hier hinten noch, aber da ist auch nicht mehr viel zu holen scheinbar. Aber hier geht's noch irgendwo rein, warte. Nein, nicht mit der, scheiße. Ja. Höre dich, mein Freund. Sag mir, ob du auf Kies läufst. Ah, hallo. Hallo. Alter, noch eine Schlucht. Willst du mich verarschen? Okay, das scheint aber eine zu sein, wo wir auch so noch hingekommen wären. Glaube ich. Bin ich mir gerade selbst nicht so sicher, was da oben? Da habe ich was gesehen. Ich hole mir erstmal die... Wo war das Eisen hier gerade? Ah, da. Nee, mit der. Huch. So. Geht's hier noch irgendwo weiter oder war's das? Ich gucke mal ganz gerne dahinter. Man weiß ja nie, was dahinter noch so auf einen lauert. Wie zum Beispiel eben gerade hier diese Schlucht. Aber da war jetzt nichts. Mein Gott. Da ist noch Eisen, aber deshalb riskiere ich bestimmt nicht mein Leben. Was haben wir da oben? Noch mehr Eisen. Eisen sind wir jetzt nicht so auf der Suche. Wir sind ja primär nur hier unten, um vielleicht ein paar Diamanten oder so zu finden. Ansonsten halt einfach nur wegen dem Action-Trip so, weißt du. Eisen haben wir eigentlich noch genug in der Kiste. Bräuchten wir jetzt nicht unbedingt sehr viel, aber wir sind halt mal wieder hier unten, weil wir schon noch keine Höhlentour mehr hatten. Und immer nur bauen, das ist langweilig. Da, Alter. Da hab selbst ich keine Lust drauf. Scheiße. Ma. Kommen wir denn hier noch runter? Alter, schon wieder eine Schlucht. Ich weiß gar nicht. So viele Schluchten. Scheiße.
Ja. Aber erstaunlich wenige Monster dafür, dass wir hier so viele Schluchten haben. Ist das echt wenig? Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? 37. Okay, wir müssen noch ein bisschen runter. Okay, sprach von ein bisschen runter. Das ist natürlich schon. Alter Schwede, zieht euch das mal rein, wo es da überall lang geht. Da ist unser Rückweg. Ist das eine gute Idee hier am Rand? Ist da unten irgendwo Diamanten oder sowas? Man muss Fernglas auspacken. Sieht jetzt nicht so aus. Wie tief geht denn dieser Stöppel da? Na, nicht sehr weit. Ich konnte nicht, ob wir uns da runter bauen, aber. That's not a good. Uah. Na? Kollege? Oh, bist du tot? Tut mir aber leid. Ich könnte hier mal ein paar Fackeln hinsetzen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so dumm, nicht, dass hier oben was spawnt und uns dann runterschießt. Das wäre natürlich richtig geil. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir sterben, weil wir irgendwo runterfallen. Ach, scheiße. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt, als wir hier den Aufweg gebaut haben. Das war ja auch wieder eine Gaudi. Der Gaudite. Möchte ich ungern nochmal wiederholen. So. Wenger auf Kohle. Ich wüsste ja gerne mal, wie krass das aussieht, wenn das an der Oberfläche hier wäre, dieses Gebilde. Das wäre bestimmt cool. Sehe bestimmt. Wow. Gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe Angst, dass hier irgendwo gleich ein Skelett um die Ecke steht und wir da unten den Abflug machen. Da ist die Erfahrung von dem Creeper. Da hinten müssten wir nochmal lang. Da so. Da müssten wir nochmal hin. Ich will jetzt nur gerade, wie wir hier wieder runterkommen. Ja, am besten so. Ich hätte uns vielleicht noch eine Eisenspitzhacke bauen sollen, dass wir uns hier runterbauen können. Da weiß ich nicht, wo es lang geht. Da will ich auch gar nicht hin. Gut. Holen wir uns mal die Erfahrung. Nein. Super. Die brennende Erfahrung. Halt, warte mal. Gehen wir nochmal hier hoch, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Das ist so krass hier unten einfach. Gehen wir mal. Genau, da hinten ging es dann nämlich in besagte. Hör auf zu quietschen. Hier ging es dann in diese Dings rein, in diese Mine. Die, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich groß war. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube, die war auch bis zur Unendlichkeit riesig, das Scheißding. Da war nichts. Da waren wir. Da ging es auch noch weiter. Aber nicht sehr weit. Gut, dann können wir hier. Wenn wir schon mal hier sind, kann man doch auch mal, ne? Leute, wa? Ich habe Rücken. So. Alles klar. So, jetzt habe ich schon wieder Orientierungsprobleme. Wo geht's zurück? Da war hier, hier war da, da geht's zurück. Halt. Das kann man ja noch mitnehmen. So ein bisschen, ne? Guck mal hier. Warum haben wir das nicht mitgenommen damals? Hatten wir keine Spitzhacke mehr? Was war denn das Problem? Das ist ja voll einfach zu kriegen hier. Und das Wasser kann man mal ausmachen. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Vielleicht. Halt, warte. Nein! Ah, super. Hat noch geklappt. Wunderbar. So. Freunde. Ja. Videospielunterhaltung. Machen wir mal tolles Wasser aus. Schauen wir mal, dass wir da das Gold kriegen. Das wäre super. Muss ich mich freuen. Weil Gold ist immer gut. Versteht ihr? So, ich höre eine Spinne. Und ich höre einen Zombie. Das heißt, dass hier drüber vielleicht möglicherweise noch ein paar Monster warten. Ansonsten ist das vielleicht hier. Ne? Hier. Es wird lauter auf jeden Fall. Es wird lauter. Nee, komm. Da verbrate ich jetzt nicht mal eine Spitzhacke für. Dafür ist sie mir zu wertvoll. Muss aber irgendwo über uns sein, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nur nicht, wo.
Alter, wie viel Kohle ist das denn bitte? Das brauchen wir eigentlich gar nicht alles mitnehmen, aber ich hätte gerne die Erfahrungspunkte, die wir daraus dann halt kriegen. Von daher ist das schon gar nicht so schlecht, was wir hier gerade machen. Andererseits gesehen haben wir ja keinen Kohlemangel. Also das mit Glück abzubauen wäre dann auch wieder sinnlos. Guck mal, dass wir hier zwei 64er Stacks mitnehmen und dann wollen wir es auch nicht übertreiben. Alter, der Enderman ist zurück. Der will mich doch bestimmt wieder erschrecken. Hm. Nein. Oh, Ova. Heieiei. Oh, mega. So, gehen wir nochmal. Ich glaube, da hinten können wir gar nicht lang, weil da Lava ist, ne? War das nicht so? War da was? War das nicht so? Ich glaube schon, ne? Aber da geht's auf jeden Fall noch weiter. Ah ja, okay. Gut. Alter, wie krass das aussieht. Was ist das? Ah ja, Baufehler, okay. Graben wir uns mal hier an der Seite entlang. Natürlich schön vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht, was da unten lauert. Ob da jetzt Lava ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, yeah, ich wusste es fast schon. Ich wusste es fast, aber nicht komplett. Okay, dann lassen wir das hier. Dann gehen wir halt da so rein. Ja, das ist noch nicht so schlimm, weil da hinten geht es weiter. Das ist gut. Blubber, 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 blub. Wir sind auf Position 11 und wir finden Eisen. Und Lapis. Scheiße, ich habe das so eingesammelt. Na egal. Wir nehmen es mit. Ich höre einen Zombie. Nein, wieder rein, wieder rein. Boah. Ich höre die ganze Zeit einen Zombie. Wie viele Lapis dazu, die wir haben? Krass. Würde auch ganz gerne jetzt langsam mal hier raus. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Müsste es nicht hier so langsam wieder rausgehen? Alter. Oh, ja, ja, ja. Hui. Okay, raus. Jetzt oder nie? Boah. Krass, wo sind wir denn schon wieder? Die fette Höhle, Alter. Nein. Dieser Creeper. Ich sehe dich. Ist das die Spinne, die wir vorhin gehört haben? Uah. Boah, Mann, diese scheiß Fledermäuse, die erschrecken mich auch voll. Wie viel Kohle hier hängt? Wie viel verkackte Kohle hängt hier? Das gibt's doch gar nicht. Ha. Diamanten. Und ich höre die ganze Zeit Schrittgeräusche. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ganz koscher ist mir das hier nicht. Jetzt haben wir hier auch mal hier die Lava zu. Hier oben ist doch bestimmt irgendwo ein Skelett oder so. Hä? Wieso? Wieso bleibt denn das da oben hängen? War da Patex dran oder was? Ein Diamant. Zwei Diamanten. Super. Ich trinke mal gerade was. So. Das ist die erste längere Aufnahmesession nach dem nach der Erkältung. Da muss ich noch ein bisschen was trinken, weil zwischendrin stockt halt der Hals halt noch so ein bisschen. Ne, seht ihr mir nach. Aber trinken ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste, was es gibt. Von daher. Nur Creeper hier, das gibt's ja gar nicht, ne? Kleiner. Tut mir leid. Meine! Schnell hier hoch. Ist gerade ein bisschen dunkel, tut mir leid. Boah, so. Alter, schreck mich doch nicht. Mit der Fackel eine Fledermaus gehauen, das muss auch erstmal hinkriegen. So, hier runter. Ah ja, der Boden der Tatsachen sind wir gerade. Ne. Da waren wir eben schon mal. Da haben wir gerade den Creeper abgeknallt. So ein bisschen Orientierung habe ich auch, aber nicht so viel.
So. Und. Ich will da nicht so nah dran. Warum heißt Trant eigentlich Trant? Wurde er auf der Straße nie erkannt? So. Wunderbar. Ich will jetzt auch nicht komplett zubauen, aber so ein bisschen halt. Ich habe nicht etwa Angst oder so, das ist einfach nur Vorbeugung. So. Und hier, da kann man hier auch noch zubauen, weil... Das brauchen wir sowieso nicht, Freunde der Nacht. Ach ja, gucke mal. Ein Spielverderber. Hm? Kleiner Drecksack. Cheater an die Wand. Wir haben euch längst erkannt. Okay, da, wir müssen da hoch das Wasser ausschalten. Das ist euch hoffentlich bewusst. Ich weiß nicht, ob wir es überleben.